Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei. Heute will ich euch mal helfen dabei, die richtige Sommerzudecke zu finden. Gleich geht's los. So, zum Thema Sommerdecken heute mal. Es wird ja jetzt wärmer, es gibt ja nicht wirklich Frühling. Und viele von euch liegen noch unter der Winterdecke und denken so, oh, das wird langsam zu warm. Ich brauche mal eine Sommerdecke. Im Prinzip muss eine Sommerdecke nicht viel können. Weil es ist ja warm, ihr schwitzt trotzdem. Eine Decke sorgt nicht dafür, dass ihr weniger schwitzt. Es gibt verschiedene Materialien und Preisklassen, das wisst ihr natürlich alles schon. Ich fange mal mit dem Material an, was eigentlich am ungeeignetsten ist, nämlich Daune. Es gibt zwar Sommerdaunendecken, ne? Da sind dann so 140, 280 Gramm drin. Das sind ganz, ganz dünne Kassetten. Das ist wirklich nicht richtig warm. Aber wenn jemand viel schwitzt und es in der Wohnung sehr warm ist, ist Daune einfach das falsche Material. Wenn ihr ein relativ kühles Schlafzimmer habt und ihr liebt es, unter Daune zu schlafen, dann kann man das auch mit einer dünnen Sommerdaunendecke machen, ist aber eigentlich nicht das Sommermaterial. Es gibt die auch schon so für viele Schwitzer mit eingelassenen Abstandsgewirke dazwischen, dass also überschüssige Wärme und Feuchtigkeit durch diese Schlitze auch durch kann. Dazwischen ist dann die Daune. Sowas kann man auch machen. Ist aber relativ teuer, das Ganze, und halte ich eigentlich für ein Luxusprodukt. Also für die, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, das habe ich schon mal gesagt, kann man gerne Sommerdaune machen. Wer es natürlich mag, das ist ja auch alles nichts für Allergiker. Kamelhaar ist ja so auch unser Lieblingsmaterial hier. Das gibt es auch in der Sommerversion. Das ist ganz, ganz dünn. Man braucht aber 400 Gramm Füllmenge, sonst passiert das mit dem Vlies. Das verrutscht sonst, also man braucht schon ein bisschen Struktur. Deswegen 400 Gramm geht's los mit Kamelhaar, wieder mit dem Novis-Bezug. Das ist auch wieder das Thema mit den Bezügen. Habe ich hier eine Baumwolle drauf, so wie bei einer Daune. Baumwolle saugt sich halt erst voll und gibt dann die Feuchtigkeit ab. Bei Kamelhaar und auch bei Synthetik kann ich halt mit Modalfasern arbeiten. Das ist eine Holzfaser, die lässt die Feuchtigkeit ratzfatz durch, ne? Ist vom Feuchtetransport besser. Also Kamelhaar, 400 Gramm, ja, kann man machen. Bei Temperaturen bis 22, 23 Grad, sage ich mal, funktioniert das, je nachdem, was für ein Wärmebedürfnis ihr habt, ne? Sehr temperaturausgleichend, man muss das auch nicht gleich rausschmeißen, wenn es kühler wird. Kamelhaar hält auch so ein bisschen die Wärme, das ist ja dieser Kamelhaar-Flaum, den wir hier haben, das ganz feine Kamelhaar. Und das kann ich halt relativ dünn ziehen und dann komme ich so auf so ein 400 Gramm Vlies, so dick ist das dann ungefähr. Und es wärmt halt trotzdem noch ein bisschen. Lässt aber auch die Wärme und Feuchtigkeit durch. Wenn ihr jetzt Allergiker seid, dann bleibt euch natürlich wahrscheinlich nur die Wahl der Synthetikware. Dort gibt es die dünnsten und feinsten Sommerdecken. Hier ist auch ein ganz glatter Bezug drauf, ist so ein Baumwollmischgewebe hier drin. Die kriege ich schon mit 160 Gramm Füllung. Das ist ein Hauch von nichts. Also für die wirklich, die sagen, ey, ich brauche irgendwie eine Decke. Aber ich schwitze halt eben auch extrem viel oder Sportler oder so, dann nehmen wir das generell immer. Die gibt es in ganz dünn und ganz leicht. Das sind die atmungsaktivsten und kühlsten Decken, die es gibt, meiner Meinung nach. Man kann das natürlich auch mit Seide machen. Bei Seide ist halt wieder das Thema, ja, ist ein kühles Material, hat praktisch keine Wärmehaltung, aber ich kann es nicht waschen. Ne? Also die meisten haben so Seidendecken im Sommer, die schmeißt aber nach 5, 6 Jahren weg. Synthetik oder so kann ich halt über 10 Jahre benutzen, wenn es passt. Für die Veganer unter euch gibt es auch was. Da gibt es halt die Bambusdecken. Das gibt es auch nicht wirklich in dünn. Das ist zwar eine Wärmeklasse 1 hier, aber das ist schon auch ein bisschen dicker, ähnlich wie die Kamela, auch ein bisschen schwerer. Ist aber so die günstigste Version, mit 129 geht's los. Auch waschbar und das Zeug ist halt komplett vegan. Bambus ist halt auch so eine Faser, wo keine Feuchtigkeit dran haften bleibt. Das ist eine sehr, sehr glatte Faser. Ist ein bisschen steifer, sieht man schon so. Das funktioniert auch ganz gut, aber auch nicht wirklich kühl, weil die Decke einfach immer noch relativ dick und schwer ist. Also relativ, ne? Weiß nicht, was ihr sonst so habt. Insofern, Daune, ja, kann man machen. Für die Allergiker bleibt Synthetik oder halt auch Vielschwitzer, Sportler eine richtig gute Funktionsfaser. Kauft euch nicht so eine Polyesterdecke für 29 Euro mit 200 Gramm, da schwitzt ihr trotzdem drunter. Weil das Material hier drin muss schon richtig gut sein, sonst funktioniert das nicht. Ne? Bambus halt eben für die Veganer in dünn. Wenn ihr auch ein bisschen kühler schlaft, dann funktioniert das super.
Und ansonsten ist Kamelhaar eigentlich so mit unserer meistverkaufte Sommerdecke. Die kann man in die Reinigung bringen, das funktioniert. Wer es halt ganz natürlich mag, wenn Leute sagen, nee, ich habe keinen Bock auf Plastik und so, dann kann man das auch in natürlich regeln. Ne? Nur vertut euch auch nicht mit einer Sommerdaune. Da denkst du so, oh, da ist aber wenig drin. Daune wärmt trotzdem. Ne? Also für viel Schwitzer eigentlich nicht geeignet. Ist manchmal was für Frauen, die auch im Sommer so ein bisschen Wärmebedürfnis haben, dann kann man eine dünne Sommerdaune nehmen. Für viel Schwitzer ist das eigentlich nichts. Ne? So, insofern habt ihr jetzt schon mal gehört, was kann man machen? Wie dick ist das Ganze? Lasst euch gerne beraten. Ihr könnt euch jederzeit uns jederzeit anrufen, anmelden, was auch immer. Wir können euch dazu beraten. Weil Zudecken, Fehlkauf ist halt auch total blöd. An dem Bett kann man immer noch was ändern. An der Zudecke ist halt schwierig. Hygienische Artikel nimmt keiner zurück. Und insofern ja, ruhig mal zwei, drei Leute fragen und überlegen, was habt ihr bisher für Material gehabt. Aber dann habt ihr eine coole Sommerdecke. Übergang braucht eigentlich keiner mehr, weil jetzt war 2 Wochen irgendwie war Frühling. Und die meisten liegen halt noch unter den Winterdecken, aber die muss jetzt raus. Und insofern wisst ihr schon mal, was man da vielleicht machen kann. Okay, danke fürs Zuhören. Verschiedene Materialien, wie immer, verschiedene Preisklassen. Fragt jemanden, der sich auskennt damit, bevor ihr das kauft, und dann wird auch alles gut und auch im Sommer. Dann wünsche ich euch einen tollen Sommer und vielleicht bis bald im Online-Shop oder in der Videoberatung in Sachen Zudecke. Alles klar, dann bis bald.